strandet schön. Ich kann den ganzen Tag hier sitzen und den zuhören. So, Samstagvormittag. Ich habe heute mal frei. Ja, Gott sei es gedankt. Ich mache euch heute ein Dreier-Review und ein Angebot. Das gehört noch zu dem Kooperationsangebot. Zu dem Kooperationsangebot von Otter und Ed Mahoney. Das heißt, ich hatte ein bisschen Langeweile, da ich was Angebote und so mittlerweile ein bisschen Preisgestaltung freie Hand habe. Habe ich heute mal am oder gestern Abend schon am Computer gesessen und habe die Webseite von Ed Mahoney ein bisschen überarbeitet mit dem Angebot. Mal einen Freitag und einen Samstag frei zu haben in Folge. Und Frau Brehm muss arbeiten, die ist jetzt gerade auf der Arbeit. Andere Männer sagen so, ja, mir fällt mein Frauchen. Ich dachte, ich mache euch ein Angebot, so eine Art Strohwitwe-Angebot. Aber erstmal machen wir das Review. Mehr? Gib mal Tabletop. So, da haben wir hier den Nordic Hunter. Japanische Zellgrove. 440C Stahl. Scandi-Schliff. Und da wurde noch ein bisschen freigelassen. Das sind die, ich glaube, die letzten 50, die wir noch haben, dann sind die weg. Ja, Ed Mahoney Logo, Zellkurve, sehr ordentliches Holz. Ist Red Tail Tang, der geht hier so, ich glaube, bis hierhin. Sehr schön, sehr ergonomisch, keine Hotspots und nix. Ja, der 440C Stahl, der tut sein Übriges. Ihr wisst ja, warte mal, was war das nochmal, wie viel Gewicht? Tara, Unit. Zack, na komm, zack, Unit, hallo. Unit Gramm, 90 Gramm, das ist ein Schnitzmesser. Ja? Effektive Schneidenlänge sind wir bei 8 cm. Die Gesamtlänge sind wir bei 20 cm. Und einer Klingenstärke von 1,6, 1,5. Ja? Klinghöhe, naja gut, ich meine, das Ding läuft nach vorne hin aus. Ja? Typisches Schnitzmesserchen. Vielleicht auch als Skinner gedacht. Aber ich sag mal eher so, wenn ihr so Löffel schnitzt oder so, ich würde da gar nicht, weil es ja auch so ein sehr schmales Messer ist, ich würde da gar nicht groß rumhampeln. Ich würde das hier nehmen, weil das ist dermaßen akkurat und scharf und easy scharf zu halten. Das ist klasse. Ja? So, dürfen wir das, dann haben wir noch das Otter Ankermesser klein. Wir haben da den Räuchereiche mit das Carbonstahl. Ja, das ist das kleine Ankermesser, sagte ich. Mit einem Messinganker, Messing Pins, Lanyard Hole und hier auf dem Rücken seht ihr keine Spaltmaße. Das B heißt da wohl Brehm. Ja, hier, da steht es Brehm. Oder? Doch, ich glaube, so war das vereinbart. Bin mir nicht sicher. Könnte aber auch sein, dass der Herr Rommel, also der Inhaber von Ottermesser, ja, der Frank, das als B-Ware deklariert, weil der Klingenstand nicht hundertprozentig mittig ist. Ja? Achtung, jetzt wollen wir mal was gucken. Ja, da ist also noch ein bisschen was zu bearbeiten. Aber nicht dramatisch. Ja, schöner, alltagstauglicher Begleiter. Full Flat Grind. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine, das wäre C75 Stahl. Also High Carbon. Ja, ein Slicer vom Herrn. Immer noch ein voller Vierfingergriff für
leichtere Tätigkeiten. Für schwere Tätigkeiten würde ich, sagen wir mal, ein Messer dieser Größe nicht benutzen wollen. Aber das ist ein EDC-fähiges Messer. Das ist sozial verträglich. Das hat eine Geschichte und Tradition mit bei Otter. Ja? War früher ein Seemannsmesser, vielleicht auch für Süßwasser. Seemänner. Ja? Ja. Schönes Ding. Schleifkerbe. Edelstahlbacken. Schleifkerbe. So, dann haben wir das Edmohoni Kokobolo Hunter. Der Nordseemensch hat mal zwei Videos drüber gedreht und ich liebe das. Ich habe die zwei, die habe ich mir sogar runtergeladen, falls er die jemals löschen sollte. Es gibt noch zwei Ausgaben davon, und zwar einmal so, Blanco. Ja? Und da gibt es eine, da ist noch der alte Edmohoni-Knopf drin. Ich glaube, die gibt es aber nicht. Wer sich das bestellt, kriegt das noch mit dem Edmohoni-Knöpfchen. Der hat Glück gehabt. Wir gucken da jetzt auch nicht nach. Ja? Bei unseren Modellen können sich Schmunzelfehler eingeschlichen haben. Wer die findet, kann sie gerne behalten. Zum Beispiel das hier ist ein Schmunzelfehler. Seht ihr das hier? Da eine kleine Kitsche. Wir haben hier hinten, also ist ein durchgehender Erl. Der wird hinten, also das hier ist Kokobolo-Holz. Ein Kokobolo-Holz ist ähnlich dem Packerholz. Das sind, wenn ihr mal genau hinguckt, seht ihr hier die diversen Holzschichten. Ja, die werden unter hohem Druck und hoher Hitze, unter anderem mit Phenolharz, verklebt und gedrückt. Ja, also es ist kein Billigholz, sondern es ist besonders stabiles Holz. Das könnt ihr ins Wasser werfen. Guck mal hier, was für ein Slicer. Das könnt ihr ins Wasser werfen und das quillt nicht auf. Ja, da habe ich schon andere Hölzer gesehen. Da sah das Messer nach einem Tag aus wie ein Roadkill. Das Messer ist Geilomat. 3000, davon habe ich zwei Stück. Einmal die Ausgabe und einmal die mit dem Knöpfchen. Die älteste Ausgabe, die ich habe, die mit dem Knöpfchen. Wie gesagt, also wir können jetzt auch nicht nachgucken, ob wir die noch haben mit Knöpfchen. Hier mit dem kleinen Edmohoni-Button. Also wer das kriegt, der hat Glück. Ja? Der sollte die auch pfleglich behandeln. 440 C-Stahl, wie ich sagte, Pari-Element, Edelstahl. Ihr könnt es auch aufschrauben. Innen drin ist noch ein bisschen Platz. Da könntet ihr zum Beispiel ein kleines Survival-Kit reintun. Sagen wir mal ein bisschen Nylonschnur und ja, Anhaken oder was auch immer. Also er ist nicht komplett hohl, aber da ist noch ein bisschen Platz drin. Ne? Aber trotzdem, das Messer ist stabil. Ich habe damit schon betont. Ich glaube, ich habe darüber auch mal ein Review gedreht. Also ich meine ja, wenn nicht, hole ich das nach. Obwohl, das ist ja fast schon ein Review. Also das ist auch hochglanzpoliert. Cooles Ding. So. Das hat ein Gewicht. Na, ein bisschen schneller, junger Mann. Ein Gewicht von 291 Gramm. Wir haben eine effektive Schneidenlänge von 9 cm, ja, ihr seht es. Eine Gesamtlänge von 23 cm. Das Messer ist Paragraph 42a konform. Kommt hier mit einer schönen Lederscheide. Da wird dann hier so eine Strapse über das Parierelement gelegt und dann mit dem Druckknopf versehen. Leichtes Drainage Hole, Alter. Und sitzt stramm drin. Schön gearbeitet, Lederscheide mit Keder. Ist ein echter Oldtimer bei Edmohoni. Ich glaube, das ist auch einer der Top-Seller. Klingt stark, ja. Da wird es jetzt ein bisschen schwierig. Oh, beim Ankermesser hatte ich es vergessen. 2,1. Das hat eine größere Klingenstärke als das hier. Das hat 1,5.
Ja, das hier hat, gut, da wird es schwierig. Wir haben hier einen ganz leichten Hohlschliff mit einer zweiten Phase. Wir haben hier eine Swatch. Würde mal als Fehlschärfe betitelt. Hat sich so eingebürgert. Ach, da lassen wir einfach mal die Kirchendorf. 3,5. Sowas nehmen die Amis gerne mit zur Jagd. Ja? Wäre natürlich auch schön, wir hätten das mal mit Damast. Ich muss mal mit dem Eddie reden. Aber ich glaube, das wird dann sonst zu teuer. Aber hier ist ein schöner Slicer, auf jeden Fall. Ja. Das hier ist ein richtig typisches nordisches Schnitzmesser. Klasse, wie sich das hier auch nochmal tief reingräbt und dann wieder, ich muss das mal näher zeigen, wie sich das hier reingräbt, und hier, zack, sich das hier reingräbt, um dann hinten wieder rauszukommen. Also ihr könnt hier richtige Furchen da rein schnibulieren. Also ich habe da auch keine Angst, mit dem Messer richtig hart zu Gericht zu gehen. Das Messer kann einiges ab. Der für 40C Stahl ist eh, der verzeiht ja einiges. Ja? Das war so ein Kurz-Review über drei Messer. Obwohl, über das hier habe ich ja schon an der Nordsee voriges Jahr. War das voriges Jahr? Das war davor. Ich weiß halt nicht mehr so genau. Auf jeden Fall ein etwas längeres Review. Der Kapitän von der Vega 2 von Feder Wadersiel, der trägt so eins. Fand ich cool. Das Video war auch, ja gut, ich sagte zu eben, sagen wir mal, hätten sie Interesse, mal mit mir ein kleines Video zu drehen, sagte klar. Ich wollte eigentlich so fragen, was, ob die überhaupt noch Messer tragen. Er sagte, klar, habe ich noch eins, und holte tatsächlich das, was der gezeigt hat, aus der Tasche, und ich schloss der Affe. Ich sagte, das ist ja ein Ankermesser, ich sagte, joa, mein Opa ist schon zur See gefahren, der fuhr zur See und die hatten alle so ein Ankermesser in der Tasche. Und bei ihm war es halt tatsächlich auch ein Otter. Ankermesser werden ja auch von anderen Firmen gebaut. Ob sein Opa oder sein Vater jetzt das genau hatte, wusste der nicht zu berichten. Aber gut, kleine Anekdote dazu. So, das Kooperationsangebot von Otter und Ed Mahoney durch mich initiiert. Da freue ich mich sehr drüber, weil ihr wisst ja, ich bin mit, na gut, Ed Mahoney, der Thorsten und ich, wir sind Freunde schon seit einer Dekade. Also Inhaber von Ed Mahoney. Und der Frank Rommel, ich mag den unheimlich gerne. Ich sag ja, hab ja mal erklärt, als wir bei Otter zu Besuch waren, das war an einem Samstagnachmittag, da fand auch gerade ein Messerbaukurs, den sein Sohn geleitet hat. Da hat er die Reifen gewechselt vom Firmenbulli. Ich sag mal, welcher Chef macht das noch? Aber der hat es halt voll drauf und er trägt in seiner Hose auch immer einen Otter. Finde ich klasse. So, also jetzt kommt das Kooperationsangebot. Das ist nämlich das gleiche, also vom Preis her. Entweder das Ed Mahoney Kokobolo Hunter. Ja. Allein das kostet schon 39 Ocken. Ich glaube, das hier kostet eigentlich auch so um die 40, da wären wir eigentlich schon vorbei, 80 Euro. 54 für euch. Oder ihr nehmt den
Nordic Hunter für 54 Euro. Ja, also bei beiden der gleiche Preis. Das Nordic Hunter kommt hier mit so einer hellbraunen Scheide daher. Ja, Steckscheide, gut gearbeitet. Nichts Jackes, aber gut gearbeitet. Und das Kukubulo Hunter mit dieser Lederscheide. Ich sag mal, alle beide sind schon Klassiker bei Ed Mahoney. Ich werde mal mit Ed Mahoney reden, dass wir vielleicht auch mal einen Löffelschnitzmesser machen. Das wäre cool. Also, beide, also jeweils eins davon. Ihr müsst euch schon dann aussuchen, mit dem hier. Also das mit dem oder das mit dem. 54 Euro. Ich finde es cool. Ich denke, das wird euch auch gefallen. Und ihr habt ein EDC-fähiges Taschenmesser. 42A konform, tut keinem weh, erschreckt keinen. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwie, wenn du das mal irgendwo rausholst und ich wollte gerade sagen, und schälst dir einen Apfel. Man schält keine Apfel. Doch, um dann vielleicht die Schale zu essen. Aber eigentlich schneidet man nur einen Apfel. Man sollte schon noch einen Apfel mit Schale essen. Da sind die Vitamine drunter. So, Link packe ich in die Beschreibung. Von dem hier packe ich nochmal das Review, das volle Review in die Videobeschreibung. Von dem hier habe ich, glaube ich, keins. Aber von dem hier die zwei Reviews vom Nordsee-Mensch im HD. Schmerzlich vermisst von mir in der Messer-Reviewer-Szene. Echt, ich mochte, ich liebte seine Videos. Allein schon der Untergrund, auf den der gefilmt hat, fand ich geil. Das hier, eins meiner Lieblings-Mahonis. Mal hier, guck mal hier, was der für Löckchen macht. Ist das nicht schön? Für den Tachel schlitzen. Das ist Wahnsinn. Hier, locken. So, sag, danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer gilt, tschüss, mal gut, schwenkt du Hut. Tschüss, hau ab und schwenkt die Kappe. Ja. Wahnsinn. Tschüss, Wochenende. Was? Moment. Nochmal. Okay. Ich glaube, da müssen wir eher hier unten. Ja, also nicht mit der Klinge selber, sondern. Aber funktioniert. Und hier wird es schwierig, oder? Okay, funktioniert. Alle drei Feuerstahl tauglich. Die wieder weg. Schönes Wochenende. Schönen Gruß nach Solingen übrigens. Zu Frank und Frank. Frank Rommel Junior. Ja, bin mir sicher, die sind heute auch am Arbeiten. Alle beide ganz allein. Howdy.